Pressekonferenz von Angela Merkel mit dem türkischen Ministerpräsidenten Yildirim. Eine Stunde gut hat das Gespräch gedauert. Die Pressekonferenz war wesentlich kürzer. Bahar Güngör, der Kollege Journalist, ist hier bei uns im Studio und hat mit mir die Pressekonferenz gesehen. Herr Güngör, wenn Sie einen Schlussstrich darunter ziehen wollen unter dieses Treffen, ist dabei irgendetwas herausgekommen? Wie erwartet, es ist nichts dabei herausgekommen. Sie haben die Meinungen ausgetauscht. Aber das, was die Leute wirklich interessiert, zum Beispiel das Schicksal von Deniz Yücel, zum Beispiel auch, wie geht es denn weiter mit den deutsch-türkischen Beziehungen, da sind wirklich keine knackigen Kernsätze gefallen. Ist das etwas, was eigentlich nur die Menschen in Deutschland interessiert? Oder wie ist das Interesse in der Türkei an diesen Themen? Nun, die Türkei, in der Türkei ist das Interesse zwar auch da, aber natürlich sehr einseitig. Meistens eben auf der Seite des autoritären Regimes von Erdogan. Und Deutschland wird ja immer noch so ein bisschen beäugt. Könnte ja ein Feind werden, richtiger Feind werden, ist ja noch nicht. Aber es gibt ja andere Feinde im Moment, die die Türkei ja auch sozusagen das bedrängen. Das ist ja Syrien, das ist Irak, das ist Amerika und das ist Griechenland. Also viele Feinde für die Türkei. Die Türkei geht jetzt gerade gegen die kurdische JPG vor. Allerdings eben auch, und das hat eben die Beziehung noch mal ein bisschen belastet, wenn man das sagen kann, ein bisschen mehr sozusagen noch mit deutschen Panzern. Danach sind diese Beziehungen, Tiefpunkt hatten wir vorher schon. Wie würden Sie sie bezeichnen, an welchem Punkt? Also die Beziehungen sind noch lange nicht da, wo sie sein sollten, zwischen den beiden Staaten, die ja seit Hunderten von Jahren ja miteinander Beziehungen pflegen. Es ist so, dass Syrien natürlich ein riesiges Ärgernis ist für die Türkei auch. Denn da gehen ja nicht nur die Beziehungen zu Syrien oder zu anderen Staaten in der Region kaputt, sondern auch zu Deutschland und zu Amerika, zu den Vereinigten Staaten. Und der Tillerson, der ist im Moment hier zur Stunde in der Türkei. Und wenn tatsächlich die Türken jetzt weiterhin die Angriffe fortsetzen, es sind ja bislang angeblich 1600 Terroristen getötet worden. Eigene Angaben über die eigenen Verluste werden ja kaum gemacht. Es sind aber Dutzende, wie wir erfahren haben von Kollegen vor Ort. Also es wird auf jeden Fall so sein, dass die Türkei ja diese Angriffe fortsetzen wird, auch in Nordirak. Da nehmen wir gar keine Notiz mehr. Da gibt es immer wieder Luftoperationen gegen Ziele im Nordirak von der PKK. Also PKK-Nester. Wir müssen damit rechnen, dass die Türkei die Operation in Richtung Manbij ausdehnt. Und wenn dann die Amerikaner nicht zur Seite gehen, dann gibt es eben diese berühmte osmanische Ohrfeige. Und wenn wir das jetzt noch mal auf die deutsch-türkischen Beziehungen wieder zusammenziehen, das erschwert natürlich auch eine weitere Annäherung. Es ist sehr schwer, denn wir müssen hier mit der Türkei als NATO-Partner umgehen, aber auch als ein schwieriger NATO-Partner. Sie können jetzt nicht einfach die Waffenexporte einfach stoppen oder die Nachrüstung von Leopard-Panzern stoppen. Ist im Moment eingefroren. Ist eingefroren, aber sie liefern damit natürlich die türkischen Soldaten den Bomben und den Minenanschlägen der Gegner aus, denn diese Panzer sind ja nicht geschützt. Und dann haben sie natürlich einen NATO-Partner sozusagen im Stich gelassen. Und das ist dann etwas schwierig. Und wenn wir das Ganze nochmal auf den Fall Deniz Yücel nochmal zurückholen, und der Kollege Deniz Yücel ist ja ein hervorragender Journalist und auch wirklich zu Unrecht in Haft. Aber wir haben in der Türkei auch sehr viele Journalisten, die auch in Haft sind, seit längerer Zeit sogar. Und selbst die Entscheidungen des Verfassungsgerichts werden ja ignoriert, weil das ja dem Herrn Erdogan nicht passt, dass nämlich auch diese Journalisten alle viel zu lange und viel zu Unrecht in U-Haft sitzen. Wer kann denn überhaupt Bewegung hineinbringen in die Beziehungen? Erdogan persönlich nur, ausschließlich? Ausschließlich der Staatspräsident Erdogan kann diese Beziehungen zu Deutschland, auch zu anderen Staaten, irgendwie in Bewegung bringen. Auch die Freilassung von Deniz Yücel hängt sozusagen von der Entscheidung ab Erdogans, ob es ihm dann opportun ist oder nicht. Fährt in Deutschland die richtige Politik gegenüber der Türkei im Moment, oder sind die doch noch zu sehr Samthandschuhe über die diplomatischen Hände gestreift? Man muss Deutschland natürlich auch jetzt verstehen, denn wenn Sie jetzt die Türkei allzu sehr den Druck sehr hochfahren und damit die Türkei vielleicht isolieren, das ist bestimmt nicht im Interesse Deutschlands, und wir wissen ja nicht, welche Reaktionen dann von da aus dann in Richtung Europa und Deutschland kommen. Deshalb muss man aufpassen, ob man die Türkei jetzt tatsächlich so anpacken sollte, wie man einen Partner anpackt, aber einen schwierigen Partner anpackt. Im Gespräch bleiben auf jeden Fall, die Gespräche dürfen nicht abgebrochen werden, weder zur EU noch zu Berlin. Diese Gespräche müssen fortgesetzt werden, denn so nur haben sie überhaupt eine kleine Chance, auf den Erdogan einzuwirken. Also die Beziehungen sind im schwierigen Fahrwasser, hat Angela Merkel gesagt zum Auftakt dieser Pressekonferenz. Das ist noch ein bisschen untertrieben. Ja, sie sind in sehr schwierigen Fahrwasser, auf jeden Fall, das aber schon sehr lange. Und nicht zuletzt der
der Putschversuch, der gescheiterte, hat natürlich in der Türkei so den Eindruck hinterlassen, die Deutschen sagen ja gar nicht gegen den Putschversuch, weil die Deutschen waren etwas zu spät mit der Reaktion. Und deshalb sind die Beziehungen noch, im Moment noch sehr, sagen wir mal, angespannt. Angespannt, sagt Bahar Güngör. Vielen Dank für die Einordnung und für den Besuch bei uns.